Hallo, liebe Hofheimerinnen und Hofheimer, liebe Freunde im Internet, herzlich willkommen zum heutigen Freitagsblick. Und ja, ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Es gab ja auch zwei doch recht tolle Tage in der Mitte der Woche, die so einen Vorgeschmack gegeben haben auf den Frühling. Und Stichwort Frühling, ihr habt es wahrscheinlich auch schon bewundert oder auch vielleicht schon abfotografiert. Die Kirchblüten am Untertor, die erstrahlen jetzt gerade in voller Pracht. Und ja, das ist auch ein schönes Gefühl, dann kombiniert mit der Sonne und Sonnenschein. Ja, was darf ich euch berichten in dieser Woche? Zum einen darf ich sagen, ich habe diese Woche Herrn Danne, das ist der Polizeischutzmann vor Ort, einmal getroffen. Und zwar hatte er wieder seinen Stand am Wochenmarkt. Und der Schutzmann vor Ort, das ist eine tolle Kooperation von uns als Stadt und dem Land Hessen. Wir sind Teil der Kompass-Familie. Und Sicherheit vor Ort, das ist uns wichtig. Und mit dem Schutzmann vor Ort ermöglichen wir es, dass viele Bürgerinnen und Bürger einen ersten Ansprechpartner haben, einen direkten Ansprechpartner. Und das ist eine gute Sache. Und wenn ihr Fragen habt an Herrn Danne oder auch an unser Ordnungsamt, das wird hier eingeblendet und ja, zögert nicht. Ja, und wir haben ja heute den Start der Osterferien, aber wir blicken schon ein bisschen weiter auf die Sommerferien, und da darf ich euch sagen, ab dieser Woche hat die Anmeldung begonnen für die Sommerferienspiele. Ihr wisst, wir machen wieder 3 wunderbare Wochen in den Schulferien, die Hofheimer Sommerspiele, diesmal unter dem großen Thema Weltraum und Science Fiction. Und natürlich sind auch ganz viele Vereine wieder dabei, die in einer Woche dann ihr Vereinssport, ihre Vereinsaktivitäten zeigen. Und da danke ich unseren Kollegen im Rathaus, genauso wie alle, ja, teilnehmenden Vereine. Herzlichen Dank. Die Anmeldung, ja, einfach hier auf diesen Link draufgehen und schon könnt ihr dabei sein. Wir werden 300 Hofheimerinnen und Hofheimer die Chance dafür geben, vom 15. bis 26. Juli bei den Ferienspielen teilzunehmen. Ja, und einen wunderbaren Termin hatte ich auch in der Steinbeck-Schule, dort auch in der Klasse 4b. Denn wir, die Hofheimer Stadtbücherei, die hat eine sogenannte Bücherkiste wieder im Umlauf gebracht in allen Schulen und wieder eingeladen zur Hofheimer Kinderjury. Was ist die Bücherkiste? Es ist eine, ja, kleine Anzahl von neuer Literatur, speziell für Kinder, für Jugendliche. Die darf gelesen werden von den Schülerinnen und Schülern und auch dann vor allem bewertet. Und das ist uns ganz wichtig, denn wir wollen ja unsere Stadtbücherei ja auch ausrichten nach euch, nach den Leserinnen und Lesern. Bei der Steinbeck-Schule war ich auch in Begleitung mit dem Lions Club Hofheim. Da danke ich auch an der Stelle, denn die haben das finanziell auch unterstützt. Zahl der Woche. Das ist für mich 450. Das ist die durchschnittliche Anzahl von Besucherinnen und Besuchern in der Hofheimer Stadtbücherei. Das ist wirklich eine wahnsinnige Zahl und zeigt, wie toll es ist, in einem Neubau eine so tolle Einrichtung wie die Stadtbücherei zu haben. Ja, und in der zurückliegenden Woche war es auch so, dass wir in unserem schönen kleinen Weinberg in Diedenbergen neue Beschilderungen aufgestellt haben, haben dort darauf hingewiesen auf die Historie des Weinanbaus in Diedenbergen, aber gleichzeitig auch auf die jüngere Geschichte, nämlich wie dieser kleine Weinberg entstanden ist. Da danke ich auch ganz herzlich dem Bernhard Racki, der war in den 80er Jahren und 90er Jahren Hauptamtsleiter und hat es mit dem damaligen Bürgermeister Flaggus auf den Weg gebracht, dass dort ein Forschungsweinberg entsteht. Und wir haben die letzte Ernte mit rund 800 Flaschen doch sehr üppig gehabt. Also die dürfen wir dann wieder auch in diesem Jahr verschenken. Das ist eine schöne Geschichte. Ein kleiner Ausgehtipp für das kommende Wochenende. Ich empfehle euch am Sonntag einmal die neue historische Beschilderung im Marxheimer Dorfkern mit uns gemeinsam zu erlaufen, gemeinsam mit dem Heimat- und Geschichtsverein Marxheim und dem Vorsitzenden Herrn Schmelz. Und uns wollen wir die Beschilderung, die auch neu errichtet wurde, einmal ablaufen. Und danach treffen wir uns dann im Café Eden bei der katholischen Gemeinde bei Kaffee und Kuchen. Wenn ihr nichts vorhabt, seid dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende bei hoffentlich bestem frühlingshaften Wetter. Macht's gut!